Und da bin ich auch wieder. Ich habe mir eigentlich noch nichts überlegt. Bin immer noch keinen Schritt weiter. Außer, dass ich mir gedacht habe, wir gehen hier einfach nochmal alles durch und gucken mal, ob wir herausfinden, was wir eigentlich alles an Beweisen einsammeln müssen. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, ist das Geld. Das habe ich momentan noch nicht mit, das sollte ich ihm vielleicht zeigen. Die Knarre haben wir mit und der echte Name, ja. Ich gehe einfach nochmal alles von oben durch und dann schauen wir mal, was passiert. Ob man vielleicht noch auf Sachen kommt. Und dann muss ich vielleicht neu starten, weil keine Ahnung, was passiert. Keine Ahnung. Sie haben das Geld versteckt, das ich in meinem Zimmer gefunden habe, oder? Ja, aber Sie doch schon gesagt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie fangen wirklich an, mir auf die Nerven zu gehen. Okay. Ich weiß, warum Sie den Revolver im Wäschewagen versteckt haben. Sie wollten irgendjemand anderen zum Verbrecher machen. Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich weiß nichts von dieser ganzen Sache. Und der echte Name. Ihr echter Name ist doch Jeff Damon, oder? Wovon reden Sie überhaupt? Ich heiße Angel, Jeff Angel. Ja, dann müssen wir mal wo gehen. Ich muss Jeff zum Reden bringen. Ich kann noch nicht gehen. Boah, was muss ich denn noch machen? Kann ich hier noch irgendwas Schönes erkunden? Also doch erkunden. Wird garantiert cool, wenn ich hier sein Zimmer durchsuche, während nicht da ist. Während er da ist, meine ich. Dann scheint aber nichts zu erkunden zu geben. Doof. Habe ich noch irgendwelche Beweise? Ich habe den Zweitschlüssel, den kann ich noch zeigen. Was soll denn das sein? Ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. Probieren wir aber noch ein bisschen aus. Der Studentenausweis, den haben wir noch nicht gezeigt. Was soll das denn sein? Habe keine Ahnung, was das ist. Dollarscheine, Waffenmaschine, Revolver. Ja, Revolver könnten wir ihm noch zeigen und dann. Stecken Sie das weg! Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nichts über diese Knarre weiß. Reden wir nochmal mit ihm über das Ganze. Ja, Sie haben das Geld immer noch versteckt in meinem Zimmer, bla bla bla. Und er hat mir doch schon gesagt, er weiß nicht, woran ich hin, ne? Und ich fange an, ihm auf die Nerven zu gehen. Ah, gehen Sie bitte! Ich muss mir nichts anhören, was Sie zu sagen haben. Meinen Sie wirklich? Wenn Sie nicht freiwillig gehen, dann rufe ich die Rezeption an. Gehen Sie besser. Jetzt verschwinden Sie schon aus meinem Zimmer. Wunderbar, ich bin raus aus dem Zimmer. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall das Geld organisieren. Moment. Worüber hat dieser Summer noch an der Rezeption geredet? Ich muss Ihnen erzählen, was ich eben in der Zeitung gelesen habe. Ich brauche die Zeitung also auch. Gut zu wissen. Es scheint, letzte Nacht hat in Beverly Hills ein dreister Einbruch stattgefunden. Das Opfer war ein Anwalt namens Larry Damon. Mr. Damon ist ein Freund von mir. Verstehen Sie? Ich hoffe nur erst mal auf. Das ist es. Diese Zeitung. Okay. Also Zeitung holen. Das geht hier lang. Durch die Lounge. Durch die Lounge, durch in die Lobby. Auf den Tisch. Da lag sie, die Zeitung. Die bräuchte ich mal eben. Gib mir! Das Datum auf der Zeitung ist der 28. Dezember. Das ist heute. Ah, die Zeitung von heute. Einbruch bei prominentem Anwalt in Beverly Hills. Ein Einbruch ereignete sich letzte Nacht im Haus. Das ist der Anwalt Larry Damon. Laut Polizeiangaben wurden $30.000 und ein Revolver aus dem Safe entwendet. Aha, der Revolver also auch.
Die Einbrecher flüchteten in Damons eigenem Auto. Mhm, das heißt, der Junge wusste auch, wo die Autoschlüssel sind. Logisch. Ein Polizeisprecher erklärte, dieser Vorfall werde mit hoher Priorität untersucht. Jetzt wird alles klar. Ich greife mir die Zeitung. Das ist also das Rätsels Lösung, ja? Die Kohle von meinem kleinen Freund stammt aus diesem Überfall, ja? Seems so. Dann wollen wir mal hoch zu uns. Und dann holen wir uns die 20.000. Und dann können wir Jeff eventuell des Diebstahls an seinem eigenen Vater überführen. Wäre doch spannend. Wie komme ich denn jetzt dazu? Da. Koffer. Auf dem Tisch liegt mein Koffer. Ich nehme mir das Geld. Ich nehme die Notenbündel aus meinem Koffer. Ja, die anderen Sachen brauche ich ja jetzt nicht. Nicht wirklich zumindest. So, und wieder zurück. In Zimmer 213. Starten wir die große Aktion. Kyle, halt hier. Mit Ihnen rede ich nicht. Gehen Sie weg! Machen Sie schon auf. Sie wollten Beweise. Und ich habe Beweise. Tja, jetzt lässt er mich wohl rein. Du bist... Sprachfindungsschwierigkeiten am Morgen. Du bist geliefert, Junge. Ich weiß, was du dir in Beverly Hills geleistet hast. Was? Lass mich rein. Ich komme so oder so rein. Mach es dir lieber nicht zu schwer. Schon klar, schon klar. Ich lasse ja rein. Wunder bist. Dann machen wir mal. Ja, wir wollen ja die Beweise zeigen, weil Reden hat ja nichts gebracht. Dann zeigen wir ihm doch zuerst. Zeigen wir ihm den vor lauter Schreck zuerst. Die Zeitung. Vielleicht sollte er erstmal wissen, was es überhaupt geht. Hey! Dieser Artikel! Der Typ, der in Beverly Hills überfallen wurde, heißt Damon. Das ist derselbe Name wie der auf dem Studentenausweis. Das ist... Und jetzt raten Sie mal, was in Damon Villa gestohlen wurde. $30.000 und ein Revolver. Das heißt, Sie müssen erst Ausweis, dein Geld, dann Revolver zeigen. Zeigen wir den Ausweis. Ausweis, da. Aber das ist doch mein Studentenausweis. Ja. Dann zeigen wir ihm das viele Geld, was wir gefunden haben. Das ist... Was machen Sie eigentlich mit so viel Geld? Haben Sie das von Mama und Papa weggenommen? Und... Die Pistole wollte ich jetzt noch zeigen, den Revolver, genau. Aha. Noch irgendwas, was wir zeigen wollten? Zwei Schlüssel noch? Nee, eigentlich nicht. Ungünstig. Ich muss noch kurz auf Pause machen. Mein Antivirenprogramm hat sich gerade geöffnet. Das stört mich gerade ein bisschen. Bis gleich. So, da bin ich wieder ohne störendes Antivirenprogramm. Ich denke, wir zeigen ihm einfach nochmal den Zweitschlüssel und... Ja, und dann haben wir alles an Beweisen gezeigt und dann können wir gucken, was er dazu sagt. Ja. Wissen wir Bescheid. Es gibt
ein Grund, warum sie das Geld in meinem Zimmer versteckt haben. Sie mussten das Geld verstecken oder sie wollten mir Ärger machen. Also verstecken hat das ja auch bei sich. Stimmt, wollte mir Ärger machen. Sie wollten mich hochgehen lassen. Also haben sie sich den Zweitschlüssel besorgt und das Geld in meinem Zimmer versteckt. Unschuldige Leute machen so etwas nicht, Junge. Der Einzige, der bei so etwas Ärger bekommt, ist meistens der Täter selbst. Wieso haben sie das also getan? Sind 20 Riesen für sie einfach nur Spielgeld? Oder dachten sie, ich wäre so ein Trottel, dass ich auf diese Sache reinfallen würde? Ist diese ganze Sache für sie einfach nur ein Spiel? Ist es das? Hören Sie auf, sich wie ein Idiot zu verhalten. Werden Sie erwachsen. Erwachsen werden. Als ob man mir das nicht schon gesagt hätte. Sie hören sich genauso an wie er. Ist Ihnen das eigentlich klar? Sehr. Echt widerlich. Hören Sie auf, mich wie einen Idioten zu behandeln. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann schon lange aufbleiben. Genau. Und Sie tun Sie nicht so, als ob Sie irgendetwas über mich wüssten. Auf wie ein Teenager. Ja, ich weiß auch über die Knarre Bescheid. Ich weiß, warum Sie den Revolver im Wäschewagen versteckt haben. Warum nicht auch im Wasserkasten? Ganz ehrlich, Sie wollten, dass man ihn findet. Ja, eilig hat er es ja wohl nicht gehabt, weil sonst wäre er nicht extra da in die Wäschekammer gegangen. Hätte es auch bei mir im Klo verstecken können. Er wollte wohl, dass man ihn findet. Das haben sie getan, damit die Waffe von jemandem gefunden wird. Sie haben die Waffe aus ihrem eigenen Haus geklaut. Ja, und wo ist das Problem? Oh, der echte Name. Ihr echter Name ist doch... Jeff Angel oder Jeff Damon? Boah, ganz schwierig. Jeff Damon. Der Beweis befindet sich auf Ihrem Studentenausweis. Wieso verstecken Sie Ihren echten Namen? Damit mein Papa ihn nicht findet. Ist der Name meines Vaters. Ich brauche diesen Namen nicht. Ich glaube, er mag seinen Papa nicht. Wie höre ich mich an? Ich höre mich an wie wer? Ach so, ich dachte, hä? Wie, habe ich jetzt alle Beweise schon zur Genüge hier vorgetragen? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen erwachsen werden, oder? Sie haben gesagt, ich höre mich an wie irgendjemand. Ja, wie mein Papa. Oh, Papa. Nicht mal Vater, Papa. Papa? Sie wollen mir sagen, dass jemand wie Sie zu seinem Vater noch Papa sagt? Sag ich. Und? Was ist das Problem? Nichts, wahrscheinlich. Also, was für ein Mann ist er denn, Ihr Papa? Was für ein Mann er ist? Wie verdient er zum Beispiel sein Geld? Er ist Anwalt. Anwalt? Na, dann hat er doch einen ziemlich guten Job. Nicht die Spur. Hören Sie, wenn ich in so einer Position... Ich mutmaße jetzt einfach mal, der mag seinen Vater nicht, weil er als Anwalt, als Top-Anwalt, so viel zu tun hat, dass er ihm als Kind nie seine Aufmerksamkeit schenken konnte. Deswegen ist der Groll in Jeff so gewachsen, dass er ihn jetzt hasst und deshalb ausrauben musste, damit er Aufmerksamkeit kriegt. Soweit meine Theorie. Mal gucken. Hören Sie, wenn ich in so einer Position... Sie liegen daneben, total daneben. Mein Papa ist ein echter Drecksack. Wieso haben Sie die Knarre da versteckt, wo sie sofort gefunden wird? Ich habe mir gedacht, wenn jemand die Kanone findet, kommen erstmal die Cops. Das ist alles. Und dann wollte man wahrscheinlich das Geld im Toilettenkasten finden. Was haben Sie eigentlich gegen den Namen Ihres Vaters? Einen miesen Typen wie Ihnen will ich nicht zum Vater haben. Das ist der Grund. So. Ist Ihr Vater denn so schlimm? Ist Ihr Vater wirklich so schlimm? Viel schlimmer. Er ist ein arroganter Sack,
der glaubt, dass er grundsätzlich im Recht ist. Und er traut niemanden außer sich selbst. Nicht einmal in seiner eigenen Familie. Hören Sie, mir ist egal, ob Sie Angel heißen oder Damon oder irgendwie sonst. Im Grunde genommen ist mir sogar egal, wem das Geld hier gehört, okay? Ich will nur wissen, warum Sie es getan haben. Das verstehen Sie doch sowieso nicht. Wieso reden wir überhaupt über die ganze Sache? Mich versteht doch sowieso niemand. Jetzt hören Sie schon auf. Sie sind im Grunde genommen ein offenes Buch für mich. Ich hatte Sie schon durchschaut, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, Angeber. Sie sind so ein Lügner. Was denken Sie eigentlich, was Sie von mir wissen? Also, wo soll ich denn bloß anfangen? Sie haben nie im Leben richtig gearbeitet. Deshalb wissen Sie nichts über den Wert von Geld. Deshalb bestehen Sie Ihrem Vater auch einfach 20.000 Dollar, ohne lange nachzudenken. Das waren 30.000. Das ist okay. Sie nehmen das Geld und verschwenden es, nur um ein wenig Aufmerksamkeit zu erhalten. Boah, das mag ich schon mal richtig gut. Eine Knarre haben sie nie abgefeuert, aber sie stellen sich oft vor, wie es wohl wäre. Was aber bedeutet, einen Menschen zu erschießen, das wissen sie nicht. Sie wissen nicht, was es heißt, jemanden umzunieten, ihn langsam verbluten zu sehen. Deshalb werfen sie eine Knarre in den Wäschewagen, als ob es ein Stück Apfel wäre. Ich weiß nicht warum, aber sie wollen ihrem Vater eine Lektion erteilen. Deshalb haben sie sich mit seinem Geld und seiner Waffe aus dem Staub gemacht. Sehr hässlicher Vater übrigens. Sie hatten aber leider keinen Plan, was sie damit machen sollten, oder? Noch schlimmer, sie hatten gar keinen Plan, wohin sie überhaupt fliegen sollten. Also finden sie den Kleinen mit der Hotelbroschüre und landen in diesem Hotel. Stimmt, der hat Mila aufgegabelt. Hier treffen sie dann mich. Ein abgerissener Vertreter, nicht zu clever, nicht zu gefährlich. Also jubeln sie mir die Beute unter und warten, dass Papa sie wieder lieb hat. Das habe ich nicht. Ich bin noch kein... Genug. Ich bin noch nicht hier, um ihr Gemecker anzuhören. Wie ein verdammter Schaf. Sie werden mir alles erzählen. Und sie erzählen es mir jetzt. Passen Sie auf. Ich frage nicht noch einmal. Arroganter Drecksack. Schon gut. Sie haben ja recht, sie haben in der echten Welt gelebt. Und ich? Nur ein kleiner Junge. Nur ein verdorbener, reicher Bengel. So viel weiß ich auch. Und was weiter? Es ist wahr. Alles, was sie gesagt haben. Ich kann meinem Vater nicht leiden. Kann nicht verzeihen, was er ist und was er tut. Was ich getan habe, habe ich doch nur getan, um irgendwie zu ihm durchzudringen. Ich hatte keinen Plan. Habe einfach nur den Safe geöffnet und sein Zeug genommen. Aber ich hatte keine Ahnung, was er getan hat, bis ich die Zeitung gesehen habe. Er wusste, dass ich es war, der sein Geld genommen hatte. Und die verdammte Knarre. Er wusste, dass ich es war. Und trotzdem ruft er die Cops. Wissen Sie, was meine Eltern jetzt tun? Mutter liegt auf dem Sofa und weint. Und Papa? Er erklärt ihr, dass er das alles nur für mich tut, um mir etwas beizubringen. Sie wollen wissen, was für ein Mensch mein Vater ist? Ich kann es Ihnen sagen. Er ist Verteidiger. Und nicht irgendein Verteidiger. Er ist der Beste. Ein echtes Genie. Wenn Papa sie verteidigt, überzeugt er die Geschworenen von ihrer Unschuld. Egal, was war. Deshalb geben die Leute ein Vermögen aus, um ihn als Anwalt zu bekommen. Und solange sie zahlen, ist es meinem Vater egal, was sie getan haben. Diebstahl? Gut. Raub? Logisch. Steuerhinterziehung? Na klar. Mord? Mein Vater ist der Mann. Er haut jeden raus. Sogar die Syndikate. Verdammt, gerade die Syndikate.
Syndikate? Logo. Im Moment arbeitet er für eine Bande namens Nile oder so. Was? Das ist spannend. Jess' Vater arbeitet also für Nile. Oh Mann. Ja, so ist er. So ein Mann ist mein Papa. Echter Abscham, oder? Und, wie haben Sie das alles herausgefunden? Manchmal bringt Papa diese Typen mit nach Hause. Echte Kotzbrocken. Sie verstehen? Er sagt dann, sie haben etwas zu besprechen, worüber man im Büro lieber nicht spricht. Aber in der Wohnung? Es sind keine zusätzlichen Ohren oder so da. Und ich höre manchmal zufällig, worüber sie reden. Und so habe ich alles erfahren. Dass diese Typen zu Nile gehören, meine ich. So ist das also? Papa verdient ein Heidengeld mit der Verteidigung dieser Verbrecher. Schrift geht mir ein bisschen zu langsam. Das ist doch nur okay, wenn ich einen kleinen Teil davon abzweige, oder? Einen kleinen Teil? Ich bin nur in der falschen Branche. Und was ist jetzt der Plan? Seit ich weiß, dass Papa die Polizei gerufen hat, denke ich, dass er warten wird, bis ich angekrochen komme, um dann Verzeihung zu winseln. Warum auch nicht? Bis jetzt habe ich das schließlich auch immer getan. Aber jetzt nicht mehr. Ich bin nicht mehr so wie früher. Ich werde ihn bloßstellen. Oh, ganz kindisch. Darum habe ich diese Komödie veranstaltet. Ich wollte, dass Dunning die Polizei ruft. Ich dachte, die Polizei wird mich schon durchschauen und dann verhaften. Wenn ich verhaftet werde, bedeutet das natürlich auch Ärger für meinen Vater. Wenn dann die Presse kommt und fragt, wieso ich es getan habe, erzähle ich ihnen alles. Erzähle ihnen, was für ein Verbrecher mein Vater ist. Die ganze schmutzige Wahrheit. Was ist dann so komisch? Junge, so etwas Blödes habe ich echt lange nicht gehört. Was? Sie wollen ihren alten Herrn unter die Erde bringen? Nein, ich... Jetzt machen sie sich doch nicht lächerlich. Ich werfe das Geld, den Revolver und den Studentenausweis auf den Boden. Das gehört Ihnen. Nehmen Sie es und gehen Sie heim. Und reden Sie mit Ihrem Vater. Sie denken, Sie haben einen guten Plan und dass Sie unglaublich clever sind? Was passiert denn, wenn Sie der Presse erzählen, dass Ihr Vater mit Gangstern arbeitet? Sie denken, Nile sieht sich das alles an und wartet ab, bis der Staatsanwalt anklopft? Dann reden Sie doch mit der Presse. Sie und Ihr Papa, Sie werden beide kaltgestellt. Aber Ruhe! So, Sie wollen, dass Ihr Papa nicht mehr für Nile arbeitet und trotzdem weiterlebt? Dann gehen Sie heim und machen Sie nie mehr so eine Dummheit. Aber wie? Was soll ich denn nur tun? Sie wollen, dass Ihr alter Herr sich ändert? Dann ändern Sie sich zuerst. Befreien Sie sich aus Ihrer Abhängigkeit. Lernen Sie, auf eigenen Füßen zu stehen. Therapie mit Keilheit. Zuerst Melissa, jetzt Jeff. Mr. Hyde. Tun Sie das und Ihr Vater kommt von selbst auf Sie zu. Zeigen Sie ihm, wie man lebt. Glauben Sie mir, genau das wird passieren. Großartig. Sieht so aus, als hätte ich den Fall mit Jeff und seinem Diebstahl gelöst. Trotzdem. Es ist unglaublich, dass Jeffs Vater eine Verbindung zu Nile hat. Die Zufälle häufen sich hier schneller, als ich sie zählen kann. Wie oft habe ich schon den Namen Nile gehört, seit ich hier angekommen bin? Ich sollte besser erstmal durchatmen, um meinen Kopf freikriegen. Wow, wir haben das nächste Kapitel gelöst. Bevor ich weitermache, muss ich erstmal die Fakten sortieren. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Na egal. Als mir Summer alles erzählt hat, gehe ich zurück auf mein Zimmer.
komisch Rachel anrief und mir über das Bild Engel, der eine Tür öffnet, erzählte. Das Bild wurde wohl vor 3 Jahren aus einem Kunstmuseum in New York geschoben. Wir sprachen, dann wollte ich zu Rosa gehen und traf auf den Weg dorthin Jeff. Jeff fragte mich, ob alles in Ordnung sei, ob Dunning etwas gesagt habe, wie es Mina ginge. Natürlich, ob Dunning etwas gesagt habe. Korrekt. Genauso hat der Kerl doch gesagt. Er grinst über das ganze Gesicht, als ob er sich freute, dass man ihn ausgeraubt hat. Logisch, jetzt wo wir alles wissen. Rosa hat mir gesagt, dass Mila Fieber hat. Ich bin dann zu ihr gegangen und habe mein Notizbuch verwendet, um mit ihr zu reden. Dabei habe ich den Namen ihres Vaters erfahren. Er lautet Robert Evans, Kevin Woodward oder Martin Zimmer. Natürlich Robert Evans. Korrekt, Milas Vater hieß Robert Evans. Das heißt, sie heißt Mila Evans. Das Armband, das sie trägt, war ein Geschenk von ihm. Ich flickte Melissas Puppe wie ein Profi zusammen. Oh ja, fast profimäßig. Melissa hat mir dafür erzählt, dass sie Jeff gesehen hat, als er aus meinem Zimmer kam. Jeff bedeutete Ärger. Also bin ich in den Waschraum gegangen, um mich umzusehen. Was ich dort fand, war eine ziemliche Überraschung. Es war ein Brecheisen, der Schlüssel zu Zimmer 215 oder ein Revolver. Das war natürlich der Revolver im Wäschekorb. Genau. Ich habe ihn unter einem Berg schmutziger Laken im Wäschewagen gefunden. Abgesehen davon, ein echtes Schmuckstück. Louis kam in den Waschraum. Also erzählte ich ihm von dem Revolver und dem Geld. Wir waren beide sicher, dass Chef dahinter steckt. Deshalb fühlten wir ihm auf den Zahn. Louis lenkte Jeff ab und ich sah mich ein wenig in seinem Zimmer um. Als ich mir Jeffs Jacke ansah, fand ich etwas Interessantes. Und zwar eine Handymaschine, Jeffs Studentenausweis oder eine Zeitung. Das war natürlich der Ausweis. Korrekt. Ich fand Jeffs Studentenausweis in seiner Jackentasche. Mir fiel der Name auf und da merkte ich, dass Jeff einen falschen Namen nutzt. Ich fand Beweise, dass Jeff sich seine Geschichte zusammenlügt. Also konfrontierte ich ihn mit den Tatsachen und fragte, was er eigentlich vorhatte. Jeff erzählte mir von seinem bescheuerten Plan und wie sauer er auf seinen Vater war. Sein Vater heißt übrigens Larry Damon und er verdient sein Geld als Anwalt, Arzt oder Schriftsteller. Das ist Anwalt. Genau, Jeffs Vater ist Anwalt. Hat mich ganz schön umgehauen, dass der alte Herr für Neil arbeitet. Irgendwie tat mir Jeff ja auch leid. Schon wieder ein Vater-Sohn-Konflikt. Schon wieder? Zumindest eine Sache konnte man daran wieder mal merken. Leute machen dummes Zeug. Aber wenn man sie fragt, haben sie meistens einen guten Grund dafür. Und du, Bradley? Warum hast du es getan? Welchen Preis haben sie dir gezahlt? Vielleicht ist das alles, was ich wissen will. Der Grund, warum ich Gespenster jage. Die Sonne geht unter und das Hotel Dusk versinkt in der Dunkelheit. Schatten machen sich breit und ich nähere mich langsam der Wahrheit. Ja, weiter? Geht doch. Ja, wir wollen das Spiel speichern. Mensch, gleich sind 30 Minuten. Ich hoffe, ihr habt so lange durchgehalten. Kann das sein, dass mein Spiel gerade ein bisschen stockt? Minimal, oder? Wie ihr seht, haben wir es jetzt 12:21, nehmen ganz schön am Stück auf. Ich muss auch Final Fantasy heute spielen. Ich bin ja kurz vor Ende da. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier noch dauert. Gerade so spannend. Kapitel 6. 28. Dezember 1979. 21 bis 22 Uhr. Nach Hanover Code wäre nach Kapitel 6 Schluss gewesen. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert. Ich hoffe ein bisschen länger, weil eigentlich sind noch ziemlich viele Fragen offen. Es ist 9 Uhr. Die Bar sollte gleich öffnen. Wenigstens weiß ich jetzt über Angel Bescheid. Das kann ich ruhig begießen. Ja, besaufen wir uns, weil wir mal wieder was aufgeklärt haben. Das tun wir aber erst im nächsten Teil. Also, bis dann!